Moira wollte zu diesem Turm gehen, als ich bei ihr war. Hör zu, Süße. Du musst mich dahin bringen. Schaffst du das? Moira. Nein, ich glaube es nicht. Sie ist auf keinen Fall... auf keinen Fall tot. Und Hallöchen, Leute. Ladies and Gentlemen, ich bin Davy und störe euch ganz herzlich zum 14. Part von Resident Evil Revelations 2 zurück begrüßen. Natürlich alle neuen Abonnenten, alle neuen Zuschauer, Nicht-Abonnenten zu diesem Let's Play. So, wir sind wieder mit unserem guten Barry unterwegs und suchen nach seiner verschwundenen Tochter. Wo wird sie wohl sein? Als Abschluss hatten wir ja den Moment, dass Moira in der Nähe vom Turm war. Aber, ist sie noch dort? Das ist dann die Frage. So, wir können sogar zurückgehen, oder was? Können wir? Ich glaub's nicht, oder? Nee. Schau mal, können wir da zurück? Tatsächlich, okay. Das ist jetzt verwunderlich. Also ich glaube, ganz zurück können wir jetzt nicht mehr. Ich weiß auch gar nicht, von wo wir herkamen. Wo kam er denn her nochmal? So. War es nicht irgendwo hier runter oder sowas? Aha, da ist irgendwas. Aber ich kann es nicht anwählen. Kannst du es nehmen? Ja, du kannst den Stein nehmen. Dann nimm du mal den Stein. So, oder war es von hier hinten irgendwo? Egal. Naja, auf jeden Fall wollte ich die Kleine nehmen und erstmal gucken, ob wir irgendwo so mit dem Finger zeigen können, dass wir irgendwelche Gegenstände noch finden für Barry. So. Gibt's hier noch was? Blinkt irgendwas? Nein. Scheint nichts. Okay. Dann gehen wir weiter. So, jetzt mache ich nochmal. Ja, da haben wir doch das Kraut. Das tue ich nämlich kombinieren mit unserem Grünen. Das haben wir ja in der letzten Episode gelernt. Ha, ha, ha. Übergeben. Übergeben. Und noch eins übergeben. Sehr schön. Hat sie noch was? Ja, außer Munition. Kannst du mir geben. Und Patronen kannst du mir auch geben, weil du hast ja nichts. So, kombinieren mit dem da. Sehr schön. Ja, die kannst du doch bestimmt benutzen, die Explosivflasche. Lass mir sie mal bei dir. So, Barry. Und let's go. Dann schauen wir mal, wo uns jetzt das alles hinführt. Okay, die sind... Hat Moira dich wahnsinnig gemacht? Nein, Moira war nett. Ein gutes Herz hat sie. Sie hat bestimmt ein bisschen von Polly in dir gesehen. Ihre Schwester. Woher hast du den Armreif? Die Insel. Eine Frau hat dadurch gesprochen. Glaube ich. Bin mir nicht mehr sicher. Mhm. Eine Frau? Die Aufseherin? Ich habe den Report über ihr kleines Experiment gelesen. Okay, schon ganz interessant, ja? Und sie hat ja, ihr Armbändchen ist ja auch Rohzucker. Das ist halt ja das Komische dabei. Normalerweise, wenn es rot wäre, bedeutet es hier eigentlich, dass schon Feierabend für die Kleine wäre. Aber sie lebt noch. Das ist schon alles merkwürdig. Geil! Gab es Notiz an alle Wohlgesinnten, die das hier finden. Wir wurden gegen unseren Willen auf dieser Insel verschleppt. Unsere Namen lauten Neil Fisher, Pedro Fernandez, Edward Thompson und Gabriel Chavez. Ich kenne die Koordination unserer Position nicht und ich weiß nicht, ob sonst noch jemand hier ist. In der Umgebung hält sich etwas auf. Ich kann nicht bestimmen, ob es menschlich oder tierisch ist. Ich höre wildes, aggressives Knurren, mehrere potenzielle Feinde. Wir werden mit diesen ungewöhnlichen Geräten am Handgelenk ausgestattet. Wir erhalten Übertragungen von einer unbekannten weiblichen Person, die uns anhält zur wo Sekt zu gehen. Schreibweise unbekannt. Wenn Sie eine Wohlgesinnter sind, der diese Nachricht liest, treffen Sie uns bei der wo Sekt. Passen Sie auf und seien Sie wachsam. Ja.
Ah, guck mal. Sogar auf Russisch. Ich kann es nicht lesen. Ninja Kiwi könnte es jetzt auch nicht lesen, aber wäre mal Vorteil, wenn sie Russisch lesen könnte. Können sie mir jetzt übersetzen, was da steht. So, ich kann leider nur Griechisch. Ho, 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 ho. Jetzt kommt bestimmt die Hater gleich. Barry, schau. Oh, was geht? Ah, TerraSafe. Edward Thompson. Er war bei TerraSafe. Verdammt. Darum habe ich ihr gesagt, sie soll dich raushalten. Bisschen Gammelfleisch, ja? Im Nachhinein ist er. Upp, und runter. So, der nächste kleine Safe-Punkt ist auch. Oh. Da drüben sind welche. Ja. Such dir Deckung. Ich erledige sie, bevor sie uns sehen. Schleichangriffe von hinten. Ja klar, die kannst du jetzt einfach so von hinten. Alles klar. Interessant. Interessant. Gut, wo sind die nächsten? Dann gucken wir mal. So, die kleine mal. Wie war das nochmal? Dreieck? Nein, Dreieck war es nicht. Das auch nicht? Nein. Wie war das? In der Hocke und... Was muss ich nochmal drücken? Viereck, Dreieck? Nein, Dreieck ist wechseln. Kreis, X, ich weiß es gerade nicht mehr. Wie hat sie nochmal die Fische gesehen und war das einfach so, wo sie die gesehen hat? Ich weiß es ganz ehrlich nicht mehr. So. Okay, jemand scheint da drin zu sein. Oh, da haben wir noch ein Fossil. Ein Saphir. 500 Punkte. So, und wie kommen wir in dieses Häuslein rein? Nee, es ist komplett zugemauert. Okay. Und weiter geht's. Das war der einzigste. Oder was? Anscheinend, ja. Oder kommt jetzt die Horde erstmal auf uns zu? Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Obwohl, mit Barry habe ich ja eigentlich, sag mal, schon ein paar Patronen. So, und runter geht's wieder. Ich würde echt gern wissen, warum bei ihr es nur rot ist. Vielleicht ist wirklich dieser Turm am Arsch, so von weitem, wie ihr von hier seht. Oh, da sind sie. Von weitem, ne, von hier sieht man es nicht. Da sind Ja, mehr. ich weiß. Zack! Ha! Der nächste. Jetzt holen wir dich da. So, langsam, langsam. Zack und bam! Brav. Ohne eine Patrone zu verschwenden. Das ist doch optimal. So, da geht's bestimmt weiter. So, das war's. Alle sind tot. Alle sind tot. Alle sind tot. So, und in das Haus kann man auch nicht rein. Okay. Also das gefällt mir halt gar nicht. Also ich würde schon gerne in ein Haus reingucken und mal ein bisschen zu durchforsten, ob da was, ob es da was gibt. Was geht hier? Hier in der Ecke gibt es nichts. Und nirgends auch nicht, dass man so eine Karte findet. Ist auch sowas. Okay, dann heißt es die nächste Tür. Durch, auf und rein! Lo. Verdammt, ich brauche einen Ja. Schlüssel. Sehr schön. Ah, aber da geht's hoch. Hier wimmelt es von denen. Sei vorsichtig. Ja. Sie sieht sie ja. So. Ganz vorsichtig. Um die Ecke gucken. Da ist einer. Wo
Wo ist der andere? Da, da. Da, 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 da bist du. Halt die Gosch und sterb! Wo ist der? Der dreht immer noch den Rücken zu mir. Wunderbar, wunderbar, wunderbar! Braver Junge. Das machst du aber fein. So. Ich glaube, das waren nicht die einzigen, oder? Ja, da ist noch einer. So war das, genau. Der ist um die Ecke. So. Du bist auch zu blöd, um zu sterben, ey. So. Obwohl, du bist ja schon tot. So, Dele. Zack. Bisschen Sturmgewehrwaffe, Munition noch. So, und das war's. Oder? Claire? Was meinst du? War's das? Ja, das war's. Sehr schön. Zack, noch ein bisschen Pistolenmuni. Also jetzt haben wir schon ordentlich. Was nur für die Python haben wir nichts mehr. So. Für was brauchen wir das da? Ich glaube, ja. Ja. Geh mal da runter, bitte, Kleine. Später kannst du Trampolin springen, aber nicht auf mich selber. So. Dich gehört dahin. Genau. So, und das gehört. Und jetzt müssen wir bestimmt in das Haus rein. Über ein Dach. 100%. 100%. Ah, da ist es doch. Schieß da. Das. Da. Oh, eine Sniper. Wunderbar. So, jetzt haben wir ordentlich was. So, Claire, jetzt kannst du noch kommen. Dann nehmen wir noch das Schlüssel mit. Kommen wir weiter. Komm, wo bist du? Braves Mädchen. Braves Mädchen. So. Dann mach mal. So, deine kleinen Hände sind ja dafür gemacht. So. Einmal entriegelt. Und wo ist der zweite? Nein. Da ist der zweite. So, jetzt habe ich es langsam raus, was das angeht. So. So, zurück zu Barry. So, und immer mir hinterher, Kleine. Immer mir hinterher. So. Oh, da ist wieder so ein Teller. Aber den muss ich ja... So. So. Turmemblem. Numero uno. Da haben wir jetzt unnötig so eine schöne Munition für diese geniale Waffe verbraten. Aber egal. Drauf geschissen. Wir haben das Emblem. Aber 9 Stück von denen, Alter. Da habe ich ja bestimmt bei... Claire, viele verpennt, ey. Egal. Ich habe eh keine Munition gehabt für die Dinger. So. Gut, weiter geht's. Oh, komm, Kleiner. So schnell wie möglich durchs Tür. Durch die Tür. Durch die Tür. So. Die Tür ist offen. Die Hintertür ist offen. So. Hast du da Moira getroffen? Da drüben? Ja. Bei dem großen Turm. Mhm. Gehen Sie durch das Dorf. War ich schon im Dorf? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Ob ich schon da war. So, wir finden immer mehr Munition. Das gefällt mir. Aber ich glaube, die werden wir auch brauchen gleich. Weil ich glaube, so viel werden wir nicht hinterrucks wieder kriegen. Oh nee, ich weiß welches Dorf. Oh. Oh. Autschinger. Das. Oh ja. Monster! Was? Wo? Da oben. Oh Gott. Oh Gott, ist es jetzt schon kommen. So. Genau da. Siehst du es nicht? Wo? Ah, da hat sie was. Ein Steinlein. Für die Kleine. So. Ich glaube, da gibt's... Oh Gott, ist es das, wo ich denke gerade? Ach, guck mal, da kann man rein. Dann gehen wir mal rein. So, was findet mir hier alles? Rationen und alles. Sehr schön. Rauchpulver.
Was da? Oh, das ist voll scheiße. Scheiße. So, auf Russisch, Brief einer Dorfbewohnerin an meinen Liebsten. Jetzt ist es ein Jahr, seit ihr alle aufgebrochen seid, um in der Mine zu arbeiten. Ich danke dir für deine Arbeit und natürlich bin ich auch je nach dankbar, die uns diese Gelegenheit gab und vor dem Ruin gewahrt hat. Du solltest nur für ein Jahr fort sein. Das war die Abmachung, aber du bist nicht zurückgekehrt. Warum? Aber nicht nur du, Freunde, andere Dorfbewohner. Sie alle verschwinden und kommen nie wieder zurück. Ich höre Gerüchte, Gerüchte über Giftgas und Ungeheuer und entsetzliche Gräuel. Noch viel Schlimmeres. Ich hoffe, du kommst so schnell es geht heim. Ich warte auf dich. Okay, das hatte ich jetzt. Oh, da ist aber eine Karte von dem Fischersdorf. Sehr schön. So. Passt. Numero uno. So. Nein! Das habe ich jetzt verpennt. So, Numero uno. Ah, okay. Das ist wenigstens gut. Ein Schmaragd! Mit sehr vielen Punkten. Ah, guck mal. Wir haben alles voll. Das ist halt blöd. Ich kann auch nichts übergeben. Kann ich ihm sowas übergeben? Nein, kann ich auch nicht. Okay, dass ich ihm wenigstens ein bisschen was gebe. Dass ich da basteln kann. Oh, komm. Komm, was kann ich dir geben? Ich gebe dir mal das Rauchpulver übergeben. Das Kit können wir übergeben. Und jetzt gehen wir wieder durch. Hallo. Danke. Sodele. Dann einmal den Alkohol mitnehmen. Und die Flasche. So. Gut, rot. Gut, 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 gut. So, dann basteln wir jetzt mal wieder. So, machen wir wieder eine Explosiv. Übergeben. Warum mache ich übergeben? Übergeben, dankeschön. So, kombinieren. Sehr schön. So, jetzt kannst du mir wieder ein bisschen was geben. Ja, komm, gib mir das über. So. Ja, passt so. Alles klar. So, Kleine. Ich hoffe, dass wir jetzt heil... Oh. Der nächste Speicherpunkt. Das gefällt mir nicht. Meine Sicht wird irgendwie... Barry! Es ist direkt da vorne. Ich weiß nicht, was du siehst, aber zeig es mir. Es kommt näher! Alter. Unsichtbare Monster. Das wird sicher ein Spaß. Sehr geil. Ja, das kannst du echt laut sagen. Barry, da drüben ist etwas. Wo? Da. Das Monster kommt her. Da! Sieh! Nein, da! Sieh! So, sehr schön. Ich setz so viel verballert. So, da ist ja der Tisch drin gewesen. Jemand hat hier richtig die Sau rausgelassen. Ja, das glaube ich. Was ist bloß passiert? Petrus Notizen über den Almreif. Der Almreif, was wir bis jetzt wissen. Im Inneren steckt ein GPS-Empfänger, überwacht wohl unsere Position. Das ist ja irgendwo klar. Das Übertragungsgerät ist Zweiweg. Wir hören sie, sie hört uns. Okay, der Ursprung der Übertragung ist in der Inselmitte ein höherer gelegener Ort. Muss dieser seltsame Turm sein. Sie hält sich bestimmt auch dort auf. Anscheinend überwacht er auch unsere Lebenszeichen. Für welchen Zweck? Sie hat uns echt mit einem Virus infiziert. Heiliger Bimbam, was sollen wir tun? Ja, das weiß ich auch nicht. So, aber wir tun jetzt die nächste kombinieren hier. Sehr schön. Rauchflasche. Macht bestimmt Go-Boom. So, was kann man hier? Da haben wir hier noch was. Sehr schön. Rückstoß. So, bringt es mir was, wenn ich das hier reinmache? Reduziert den Rückstoß höhere Stufen bedeutet weniger Rückstoß, okay? Das glaube ich eher, dass wir das da reinmachen dann. Wenn dann.
So, was haben wir hier? Haben wir hier noch was? Ja, da ist noch eine Kiste mit Munition. So, es ist schade. Ich würde gerade gern singen, aber es gibt keine Melodie dazu, dass man überhaupt singen könnte. So, guck mal, ein epischer Grafikfehler. Hey, ist das lustig. So, da. Okay. War das jetzt sinnvoll, was wir da gemacht haben? Das weiß ich jetzt nicht. So. So, da hoch geht's auch noch. Ja, da ist noch was. Kleine, komm. Komm. Sodele. Nein. Da. Nein, auch nicht. Na, oh, das war doch knapp daneben. Knapp daneben ist aber leider auch vorbei. Ach, schon wieder. Schon eher. Bam, genau in die Mitte getroffen. Nein. Nein, auch nicht. Auch nicht. Zack. Oh, noch einer. Okay. Nein. Zuck. Sehr schön. Oh, ein sehr schönes, seltene Teilebox. Seltene Teilebox. Sehr gut, sehr gut. Rabampam. Bambibam, bumbabimbam. Jaja Banks. So, Betäubungsstufe. Oh, das ist doch cool. Betäubungsstufe. Das werden wir auf jeden Fall hier reinmachen. Wenn wir eh jetzt schon nicht so viele Munition für das Ding haben. Für die Pistole. Generell. Haben wir wenigstens eine Betäubungsstufe. So, was finden wir hier? Finden wir überhaupt hier was? Hier war nämlich der Schlüssel oder ein Teil von der Batterie. Ich glaube, wir können gleich da hinten rausgehen. Vermute ich mal. Das bringt uns nämlich vorne und hinten nichts. Ich renne jetzt einfach mal. Vielleicht rennen wir mal da hinten hin. So. Okay. Da können wir schon mal gar nicht hin. Das heißt, wir gehen jetzt am Anfang. Oder? Ja, ihr wisst schon wohin. Nee, Spaß beiseite. Nee, wir gehen jetzt gleich aus dem Dorf raus. Oh. Geil. So, wie kommen wir jetzt dahin? So rum, okay. Gut, gut, gut. So, da hoch wollen wir hin. So, jetzt haben wir dich aber. Wie das schon macht. Als ob ein Helikopter hier rumwimmelt. So, da wollen wir hin. Sehr schön. So, und dann sind wir gleich schon an der Kanalisation, ne? Müssen wir gleich sein. Hier bin ich schon mal lang. Moira war vielleicht auch hier. So. Alles klärchen, Leute. Wenn wir jetzt hier diesen Abstieg nehmen, werde ich auch hier mit dem Part beenden. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder bei Resident Evil Revelations 2. Euer Davy. Tschüssi. Kowski.